Ja, Pokémon kommt jetzt ja auch. Da ist ja übrigens, hast du das schon gehört, gibt es ein Release-Date für. Ja, habe ich mitgekriegt. Freue mich drauf. Das wird auch das Datum sein, an dem ich mir eine Switch bestelle. Für Legend Ar of Arceus, das kommt ja schon im Januar raus. Das haben auch viele kritisiert, dass das jetzt schon rauskommt. Oh Gott. Oh, das Spiel wird so scheiße werden. Im Ich Januar, kann es jetzt schon wenn sagen. das im Januar schon rauskommt, dann wird das definitiv. Das wird vollkommener Reinfall. Die werden so hart auf die Fresse fallen und ich werde es mir ansehen und werde lachen. Also, ich weiß, wenn sie darauf ein bisschen länger noch warten, ja, könnte es vielleicht was werden, aber im Januar, das kann ich dir versprechen. Also, wenn das im Januar rauskommen soll, das ist ein bisschen kurzfristig. Ein bisschen? Das Spiel wirkte wie in einer fucking Alpha. Das wird nichts. Das kriegen die bis Januar nicht hin. Also, man kann ja viele sagen, also, es ist wirklich, die Diskussion gab es ja bei Pokémon Schwert und Schild, das ist ja. Wo dann gesagt wird, mach noch das besser, mach noch die Bäume besser und so weiter. Nein, wenn die ersten Trailer rauskommen und Dann ist das das kurz vor Spiel die fertig. Release, dann da passiert gar nichts mehr dran. Also wenn der Release-Date-Trailer rauskommt, dann kannst du dir wissen, da wird ein bisschen noch was passieren, aber eine Grafik, da passieren noch Bugfixes und so weiter, aber eine Dann Grafik, fangen Sie mit dem Online-Modus an. da wird nichts mehr passieren. Kannst du knicken. Ich finde es auch wirklich schade, dass sie sich entschieden haben, dass sie das im Hause Game Freak machen. Das, was Potenzial hatte, das, was nicht nach derselben Formel funktioniert und so weiter, das, was Neues ist, wird bei Game Freak gemacht. Ja, Und das Remake wird ausgelagert an eine kompetente Firma. und Pokémon Diamant und Pearl Remakes, die sind ja auch ein bisschen schade, weil es irgendwie einen versauten Stil hat irgendwie. Es ist ja dieser Chibi-Look, der dann irgendwie auch nicht irgendwie passt, der ist ja auch. Es ist halt derselbe Look nur in 3D. Also das finde ich eigentlich Ja, ganz aber okay. das ist nicht okay, weil es halt. Aber die Kampfscreens, Ja, holy shit, entweder. sehen die scheiße aus. Das ist halt die Scheißigkeit dran. Entweder ganz oder gar, also entweder ganz im Kampf-Stream-Stil oder ganz im Chibi-Look. Das verstehe ich auch nicht so wirklich, warum Ja, die das. das finde ich nicht mal schlimm, aber oh Gott, die sehen so scheiße Ich finde das aus. schlimm, dass die das so teils gemacht haben. Das finde ich, das ist ein bisschen. Nicht mal das jetzt ist anders machen sollen. Das eine sieht scheiße aus und das andere ist halt ein kompletter Aber Stil ich werde von es definitiv Kunst. spielen. Also, versteht mich nicht falsch. Also, ich freue mich auch wahnsinnig drauf und. Ja, ich auch, ich freue mich auch Ja, voll drauf. definitiv. Wie gesagt, das wird auch das Da bin Datum ich sein, an dem ich mir definitiv dann wirklich die dabei. Switch wahrscheinlich im Bundle dann besorge. Ist halt vor allem Teil meiner Kindheit, wo ich wirklich da. Ja, genau Ist das. halt Wenn sie wirklich. tatsächlich Platin nochmal als DLC Egal. rausbringen, ich bin voll dabei. Egal, wie scheiße das dann aussieht oder wie das gemacht wird, wird gespielt, ist Teil meiner Kindheit. Exakt. Darauf Oh, habe ich jahrelang ich freue mich so sehr auf gewartet. Arceus. Das muss einfach mal. Das muss ein Let's Play werden. Das ist ausgeschlossen, dass das nicht. Ja, es dürfte ja auch ziemlich klar sein, was bei Arceus dann passieren wird. Na, Arceus werde ich nicht spielen, das ist ja. Ich werd das definitiv spielen. Ich werde es auch zum Release wahrscheinlich holen. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehme, weil Capture Card ist mir dann noch ein bisschen sehr teuer dafür. Aber oh Gott, Das hat ich mich ja nie werde. gestört. Du mit deiner Deluxe Capture Card. Aber selbst die Kamera ist mir zu teuer. Ich werde es wahrscheinlich spielen und reviewen, mehr nicht. Aber das wird halt entweder ein kompletter Reinfall oder es wird überraschen. Ich glaube, es wird ein kompletter Reinfall und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, weil das wahrscheinlich bedeutet, dass Game Freak endgültig aus Pokémon raus, wenn sie das verkacken. Ist ja gut, können ja auch andere weitermachen. Ja, die Rechte liegen ja bei Pokémon Company und nicht bei fucking Game Freak. Die sollen lieber anfangen, keine Ahnung, billige Handy-Games zu machen. Ja, Ich glaube, das liegt denen besser. Pokémon Go weiter supporten.
Ja, nee, das ist halt auch eine andere Firma, das ist Niantic. Und die können auch was, was diese AR-Spiele geht. Das sind die besten. Hast du gerade ein Bett parat? Hm? Hast du ein Bett parat? Ja, ich hab meins abgebaut gehabt. Jetzt kannst du es aufstellen? Ja, Moment. Jetzt habe ich Erde platziert, super. Scheiß Creeper. Jetzt geh schnell, ich hab einen Creeper hier. Ich bin. Geh weg. Monster in der Nähe. Ah, jetzt. Gut. Jetzt kann ich. Scheiß drauf, ich warte jetzt hier, bis der Creeper weg ist. Ich bin aber auch wirklich gespannt, was in der Zukunft noch so an Games passieren wird. Was ich merke, ist, jedes Spiel, das auch nur im Ansatz gehypt wird, enttäuscht und wird kompletter Reinfall. Alles. Ja, vor allem spannend wird es dann Richtung Pokémon 9. 10. Generation. Das ist ja. Ja, nicht mal das. Ich meine, mit Game Freak, wenn das mit Game Freak so weitergeht, dann wissen wir, welchen Weg das nimmt. Ja, das wird sowieso scheiße. Eine 8. Generation. Das ist aber auch geil. Er sagt, der 7., 8. Generation, das war ja. Du kennst es ja, das ist. Das DLC von 8 war gut. Naja. Ja, aber auch zu teuer, würde ich fast sagen. Ich kann dir jetzt schon aus vollster Überzeugung versprechen, Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wird enttäuschen. Wird die Fans werden es hassen. Ja, es kann ja gar nicht an Teil 1 rankommen. Selbst wenn es exakt dasselbe wäre wie in Teil 1, es wird enttäuschen, weil mittlerweile alle so eine unglaublich verschobene Erwartungshaltung haben. Der zweite Teil von etwas wird nie, es war noch nie gut. Das ist. Was ist mit Star Wars, das Imperium schlägt zurück? Ja. Auch das fand ich nicht so toll. Was ist mit Witcher 3? Ich sagte der zweite Teil. Die Fortsetzung. Und was ist mit Witcher 2, was auch schon deutlich besser war? Naja. Was ist mit Pokémon europäische Version von der ersten Generation? Da war die erste ja auch besser. Du meinst die komplett verfuckte japanische? Naja. Ja. Gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Worauf ich echt hinaus wollte, war, dass die Leute in winzige Details von Entwicklerinterviews und so weiter einfach schon komplett falsche Sachen reinsetzen. Das ist halt einfach. Ist kaputt, die ganze Community. Ja, das ist mir halt so sehr aufgefallen beim Biomutant, was jetzt rauskam, was ich persönlich ja mag und alle anderen hassen. Da kann man vielleicht auch hoffen, dass man. Ja, weil davon geredet wurde, dass das die nächste RPG-Hoffnung ist, Story wie bei Witcher 3, Kampfsystem besser als bei Batman Arkham. Was im Endeffekt in einem Interview gesagt wurde, ist, ja, wir würden gerne so ein ähnliches Kampfsystem machen und. Ja, schau dir doch mal. Können wir vielleicht machen, irgendwie. Weil die ist eigentlich eher dafür da, wir mögen eigentlich eher das Kampfsystem. Ja, schau dir doch mal hier, wie hieß das Spiel? Cyberpunk an. Das ist ja dann auch, wie das gehypt wurde, wie der Hype und was dann rauskam daraus. Ja, da muss man auch. Da muss man aber sagen, im deutschsprachigen Raum gibt es genau eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass es so gescheitert ist. Und das ist der PR-Mensch, den jeder kennt und jeder mag. Also so gehypt, wie das war und. Spielt das noch irgendjemand? Also Gronkh spielt das noch auf seinem Kanal, aber. Also ich hab's durch, ich freue mich auf die kostenlosen DLCs, die es geben wird. Der Hype ist ja wirklich sofort erflacht nach dem Release, der ist ja wirklich. Ich fand's ganz cool. Es war halt für mich der bessere Titel von CD Projekt Red, weil ich hab's öfter schon gesagt, aber ich kann mit Witcher 3 nichts anfangen und ich neige sogar dazu, das Spiel wirklich zu hassen. Aber. Ja, Witcher 1. Cyberpunk fand ich echt nicht schlecht. Es hatte ein besseres RPG-System. Was ich auch so lustig finde. Die Leute sagen, Witcher 3 ist das beste RPG aller Zeiten. Das RPG-System besteht daraus, du kannst 4 oder 5 Runen upgraden. Punkt. Das ist das RPG-System. Also wir wollen mal festhalten, dass das beste RPG aller Zeiten ist Paper Mario. 2, ja. Das beste Mario RPG zumindest. Das Beste allgemein dürfte, ich weiß gar nicht. Pokémon? Nee, ich würde fast sagen, entweder Gothic oder Dingens, wie heißt das nochmal?
Scheiße, ich hab's gerade vergessen. Fuck, komm nicht drauf. Das andere. Das andere halt, also einmal. Da kann ich nicht viel mitreden. Gothic habe ich mal den Playable Teaser gespielt, den habe ich mal im Stream ganz am Anfang gemacht. Einer meiner ersten Streams. Ah, jetzt weiß ich wieder das. Und das andere, wo man vielleicht drüber sagen könnte, dass es eines der besten RPGs überhaupt ist, wäre Vampire the Masquerade Bloodlines 1. Das zweite wird der absolute Vollkatastrophe, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Aber das erste, was ich davon gesehen und gehört habe, das scheint wirklich eines der besten RPG-Systeme und so weiter zu haben, das es jemals gab. Also, okay. Von daher, ich habe es nie selber gespielt, ich werde es wahrscheinlich bei GOG irgendwann mal kaufen, aber... Ja. Ich bin übrigens zurück mit dem Pferd. Juhu. Welcome back. Wo waren wir? Erwartungshaltung von Leuten. Ja. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass ein Spiel wirklich einen Hype erfüllt hat? Oder besser? Machen oder die das überhaupt? Hypes sind ja immer irgendwie... Hypes sind ja immer dafür da, um es zu... Also manchmal finde ich ja auch einen Hype gut. Also manchmal ist ja... Wenn zum Beispiel ein Indie-Game mal endlich gehypt wird, wenn da mal... Among Us. Ja, Among Us-Hype, das war ja... Fand ich gar nicht schlecht. Das war kein PR-Hype, das war ein Streamer-Hype. Das Spiel, das kannst du eigentlich in die Tonne treten, wenn du kein Streamer oder Let's Player bist. Stimmt schon. Ja, also das ist halt eine andere Art von Hype. Das ist dieser Streamer-Hype. Das, was auch Gold Simulator zum Beispiel hatte, den PewDiePie. Na, in Deutschland mit ConCrafter. Ja, gut, bei mir war es eher. Er hat es nochmal gespielt, ich glaube, Pan hat es gespielt gehabt damals. Also bekannt geworden ist es in Deutschland durch ConCrafter. Bin eindeutig auch kein Fan von dem, aber muss man dem schon zugutehalten. Das ist halt der Pizzasache und davor war auch schon schwierig. Also ich fand den früher ein bisschen lustig, also so seine Gags, die waren nicht übel und. Also in seiner Minecraft-Zeit habe ich den noch gemocht, als der Minecraft gespielt hat, aber... Ja... Ich versuche jetzt ein Pferd im Pott rauszukriegen. Auf dem Balkon? Hat er einen Balkon oder hat er wieder falsch geguckt? Die Tür ist nicht breit genug. Ich versuche hier gerade den Berg irgendwie halbwegs... human aussehen zu lassen. Ich werde mal gucken, wie viel Platz braucht ein Pferd. Mein Pferd Hitbox muss ich googeln. Muss hier durch noch ein bisschen wild rum. Und dass hier was wird. Okay, 1,5 brauchst. Und das natürlich aussieht. Ach, scheiße. Das heißt, ich muss Kopfs Haus kaputt machen. Oh nein. Ich baue es ja wieder auf. Also. Pass auf, dass du nicht von einem Blitz getroffen wirst. Alles gut. Er ist da, er guckt zu, vielleicht. Ja, ich werd halt versuchen, das scheiß Pferd dahin zu kriegen. So. Pferd, komm rein. Hast du auch ein Nametag gefunden? Nee. Verdammt. Muss doch mal gleich suchen. Ich bin ein Schwein. The fuck? Wo steht das Pferd? Irgendwo auf der Treppe. Es kommt hier nicht hoch, weil das irgendwie auf einem unsichtbaren Ding steht. Mein Gott. Halt das auch noch. So. Baue ich erstmal Profs Haus wieder auf. Es ist mir wirklich sehr unangenehm, dass ich sein Haus hier kaputt mache. Du machst es zu einem guten Zweck. Für einen Joke. Das ist ein... Scheiße. Ich würde gern sagen, das ist ein guter Joke, aber naja.
Er kriegt dem Leben nicht hoch. Bemühe dich. Ich glaube, ich werde die Treppe von außen auf den Balkon machen. Ja, die Treppe kannst du dann wieder abbauen. Ist ja leicht. Ich glaube, das mache ich auch. Okay, das heißt, ich muss wieder die Wand hier durchbrechen, wenn ich das Pferd wieder rauskrieg. Hey, ist das unangenehm. Die Klotz von Bergen abbauen. Nein! Klopf versetzt, scheiße. So, alles gut. Das ist mein Wecker, der um 23 Uhr klingelt. So, Balkon. Wo ist der Balkon? Hier oben ist der Balkon. Ja. Gut, das heißt, ich mache eine Brücke aus Dreck. Das heißt, das Pferd wird erstmal angebunden. So spät schon! Hm? So spät schon. Ja. Was hast du denn? Und ich habe immer noch nichts erreicht. Wenigstens außen sieht mein Haus schön aus. Halbwegs. Ach, nichts erreicht würde ich nicht sagen. Ich meine nicht so viel wie ich heute, aber... Tja, ich wollte auch noch ein Haus bauen, scheiße. Oh Gott. Es wird hier wieder Nacht. Hast du jetzt das Pferd hochgekriegt oder wie sieht's aus? Ich arbeite noch dran. Ich musste Dreckbrücke hier bauen. Der wird das halt im Leben nie wieder da runterkriegen. Mhm. Ich hoffe, das ist klar. Außer er kann Pferde porten. Aber wenn er solche Macht hat, dann sind wir eh am Arsch. Hat er, wahrscheinlich. Kann keine unbenannten Tiere wegporten. Ups. Yo, Pferd. Aber seine Reaktion will ich dann hören am nächsten, am nächsten Stream. Ich meine, ich wäre ein Gag mit Ankündigung, mit Ansage. Oh nein, Zombie. So, ich muss erstmal hier die Falltür entfernen. Erstmal bei Prof ein Bett Alter. Hinstellen. Alter, der Hund! So, muss ich jetzt erstmal hier noch. Hat ja gedauert. Mal bei dir schauen. Das sieht jetzt immer noch nicht hübsch aus. Wo den Berg schon so viel verkleinert. Ist ja minimalisiert worden. Ich bin da immer noch nicht mit zufrieden. Pferd! Kommt man immer noch nicht ganz. Hier ist die Scheißtreppe. Hier, neben mir. Genau da. Das Pferd ist halt ein Juan. Das ist halt. Aber ein totaler. Das ist halt. Wird seinem Namen gerecht. H statt dem J hinsetzt. Jetzt komm endlich, Pferd! Alter, kannst du in einen Scheißblock noch springen? Nein! Pferd! Danke! Pferd wurde platziert. Hübsch. Muss ich jetzt nur noch einen bauen? Muss mal Tag werden lassen, dann können wir mal einen Blick drauf werfen. Okay. Pferd wurde platziert. Hast du schon zweimal gesagt. Ja, jetzt ist aber auch wirklich da. Gut, das heißt Spinnen töten und erstmal den Haufen Erde hier nochmal abbauen. So, ich glaube, das geht. Von der Größe her passt's. Ja, ich bring dann mal Spinnen um und suche einen Nametag. Mit der Angel. Okay, schau dir mal mein Hobbitshaus an. Ich finde, das passt. Den Berg habe ich gut angepasst. Au.
Von was wurde ich getroffen? Deine Ah, Meinung. Skelett. Oh nein, das Skelett hat einen Fehler gemacht. Das Skelett ist in den Schafen! Bitte was? Oh mein Gott, was passiert da gerade? Der Hund rennt ihm hinterher. Ja, ich weiß. Das Skelett hat gerade einen üblen Fehler gemacht. Tja. Es hat mich angegriffen und jetzt sind zwei wilde Hunde hinter mir. Wo hast du denn das Pferd abgestellt? Oben auf dem Balkon. Ich sehe es nicht. Reingehen kannst nicht, also es wird da oben irgendwo rumstehen. Kannst ja mal von innen gucken. Von außen sieht man es schwierig. Ja, ist auch nicht dazu gedacht, ne? Doch, genau, das ist doch das Meme, dass man es von außen sieht. Ja, es kann ja nicht raus, es steht halt scheiße. Der Balkon ist halt scheiße. Wo ist denn der Balkon? Auf der Etage? Und die? Sehr schön. Jetzt einen Nametag suchen. Hast du es gerade geschlagen? Nö. Gut. Hast der du Hund eine? Vielleicht. Vielleicht in der Kiste noch einer. Muss man nachschauen. Ich gucke könnte nach. Sein. Wenn nicht, müsste noch einer kaufen. Aber zumindest das Pferd wurde platziert. Ja. Und es wird hoffentlich nicht despawnen. Aber wenn wir im Kannst Sinn du mal sind, anleihen. Ansonsten anleihen. Ach ja, despawnt es nicht. Ne? Nein, lass uns mal schlafen. Wird von einem Skelett angegriffen. Ne, ich leine jetzt erstmal das Pferd an. Ich habe noch eine Leine in der Hand. Oh nein. Das Pferd kommt hoch. Bin ich zu Hause. Ich kann ja eh nicht angegriffen werden. Kannst du mal gerade das Skelett? Kannst du mal gerade das Skelett von meiner Haustür verscheuchen? Angst. So, Pferd wurde angeleint. Und beide. Das ist doch so, dass das nicht verschwinden kann, oder? Das ist doch, wenn es angeleint ist. Deins ist noch da. Ja. Deins hat auch keinen Namen. Also dann wird's wohl so sein. Hunde, kommt ihr? Jo. Oh nein. Wo sind die Hunde hingespawnt? Scheiß Skelett. Ja, die werden schon abgebrochen hier. Jo, du hast ein bisschen Schaden gekriegt. Skelett. Ey. Ich bin recht tot. Du bist tot. Das ist eh nur Erde. Wieder auf vollem Leben. Also wenn du Erde brauchst, das liegt jetzt hier rum. Ist eh nichts Wertvolles drin. Wo ist hier? Ich gehe jetzt erstmal gucken, ob du was in deinem Inventar hast. Dann ist hier dein Goldschwert. Inventar steht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Vielleicht springst du da. Wo du schon mal da bist, kannst du auch in meinem Bett schlafen gehen. Ja, nee, ich brauch Spinnen. Ich schlaf jetzt nicht, ich geh auf Monsterjagd. Oh, verdammt. Okay, dann mach ich mir eine Spitzhacke und dann baue ich bei mir. Du bist ja, an wessen Haus kann Monster noch spawnen können. Oh, du hast einen Fehler gemacht, Skelett. Oh, du hast einen Fehler gemacht. Okay, dann mach ich mir eine Spitzhacke und baue mir den Innenraum aus. Oh mein Gott, die Jungs haben hier sehr viele Fehler gemacht. Welche Jungs? Die Skelette. Oh mein Gott. Wieso haben die Fehler gemacht? Sag mir mehr. Versucht mich anzugreifen. Und du hast Hunde. Ich hab Hunde. Machst du wenigstens die Kiste zu, wenn du. Die haben gerade einfach einen Zombie vernichtet. Ja. Da bist du jetzt geschützt, brauchst keine Angst mehr haben. Ja, sehr genau, schön. Die Monsterjagd anfangen. Sehr aber schön. Die haben ganz schön Schaden gekriegt. Oh, ich habe hier noch eine Angel. Das ist. Hast du die nicht gefunden oder was? Wo? Ich habe eine Angel in der Kiste. Bist du blind oder was? Es war. Es war kaputt, aber. Wie heißt der Erfolg, den ich gerade bei dir gemacht habe? Keine Ahnung. Ich habe die gerade rausgenommen. Kann ich den nicht geben? Ach, du hast sogar Obsidian hier. Hier. Hier hast du Obsidian gekriegt. Ich dachte, du hast keine Diamanten. Ich habe die abgebaut. Da gibt's. Ich habe doch hier diese Goldportale-Dingens. Die habe ich dort gebaut. Mit der Goldspitzhacke geht das auch. Nee, das ist. Die habe ich dort. Aus irgendeinem Grund. Nee, die habe ich irgendwo gefunden, glaube ich. Irgendwo habe ich die gefunden. In der Kiste gefunden, okay. In der Kiste, ja, in den Kisten habe ich die gefunden. Ich werde jetzt erstmal scheiße dem Portal opfern.
Portal, nimm meinen Schleim und meine weiße Wolle. Oh, ich habe einen Zuschauer. Du hast einen Zuschauer? Sieht zumindest so aus. Zwei Zuschauer wird mir angezeigt. Einer davon bin ich. Und es ist Tag geworden. So viel zu deiner Spinnenjagd. Da brauche ich ja jetzt nicht mehr. Oh nein, ist ein Hund ins Nether gegangen. Nein. Ob der da wieder heil rauskommt. Ich hab aus Versehen meine Hunde gezüchtet. Hurra. Cool. Ich glaube, ich hab noch hier. Da wirst du halt weißes Halsband kriegen. Glaube ich. Was will ich kriegen? Der andere Hund kriegt weißes Halsband. Aha. Cool, ich hab drei Hunde. Ich muss mir jetzt durch mal wieder hier. Ich kann. Und ja, nicht nur heilen. Okay, sie bleibt erstmal hier. Die. Gut. Jetzt habe ich Ruhe. Wurzelotz haben wir noch nicht, oder? Wurzelotz haben wir noch nicht. Wie gesagt, die gibt's glaube ich nicht mehr. Es gibt nur noch Katzen und die tauchen in Dörfern auf. Oh Mann. Kann ich den Kollegen hier an Land angeln? Ich habe deine Angel kaputt gemacht. Nein, die war auch schon fast kaputt. Ja, gut. Also gut. Dann muss ich gucken, ob ich irgendwo Strings finde. So, Bauanleitung für den Innenraum. Nö, okay, cool. Dann mache ich mich mal auf den Weg, Day zu suchen. Wir sollten mal bald Schluss machen, glaube ich. Das Streamer ja, wieder bis, ist bald Mitternacht. Ist bald hier. Sind wir wieder bis nur beschäftigt. 23:11 Uhr. Ich habe 4:10 Uhr bei mir im Stream. Oh, wir haben wieder ein bisschen übertrieben. Ja. Sollten wir vielleicht jetzt Schluss? Sollten wir vielleicht jetzt bald Schluss machen? Wollen wir jetzt Schluss machen oder? Ja, dann mache ich den Rest offscreen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, wäre, dass wir den Innenraum ausbauen. Aber den schaffe ich jetzt auch noch gleich. 13 mal 13 mal 5. Das heißt, 5 in der Breite wahrscheinlich. Das glaube ich gar nicht. Aus Innenraum, ich suche in der Zeit Ton, damit ich das machen kann. Hier ist das Fenster, sehr schön. Wenn ich eine Spinne treffe, ist auch gut. So, ich habe vorhin gesehen, dass hier an der Seite Ton noch klebte. Ach, 5 in der Höhe. Ah, hier haben wir Unmengen Ton. 13 mal 13, 5 in der Höhe. 1, 2. Und kriegt man wirklich schnell wirklich viel. Ich habe jetzt schon 48. Von einer kleinen Ader direkt was vor der ist, Haustür. Was, 13 durch 2? Das ist, wenn ich das auf beide Seiten verteile. So, nun brauche ich eine Menge Sand. Heißt, ich setze mir hier am besten hin. Wenn du add the wall and the floor, you have 11 mal 11 mal 3. Aha, okay. Ja, so habe ich eine gute Reichweite. Warum mache ich das mit dem Schwert? Bin ich dumm? Eins, zwei, drei. Das Fenster sollte doch hier noch zwei
So würde ich sagen. Es dürfte genug Platz sein.